Und zwar wieder Verfassung und abträgliche Effekte. Gut. Dann zu unserem. You're back. Does that mean the belt is ready? Du bist zurück, bedeutet, dass der Gürtel ist bereit. Seine dunklen Augen suchen dich ab. Er fühlt sich ziemlich warm an. Excellent. Hervorragend. Neil nimmt den Gürtel entgegen, legt ihn auf seinen Kahn und befestigt seine Kupferdrähte an der Adra-Schnalle. Sie führen zu einem kleinen Messgerät, bevor sie in zwei Ampullen enden. Die Flüssigkeit in den Ampullen schimmert mit Essenz. Die Flüssigkeiten in den Ampullen schimmern mit Essenz. Still not quite as strong a charge as I'd like, but certainly far better than before. Interessant, die Ladung ist noch nicht ganz so stark, wie ich gerne hätte, aber auf alle Fälle weitaus besser als zuvor. And I have you to thank for it. Und das habe ich dir zu verdanken. Er legt den Gürtel hin, holt einen Kelch hervor. I created this with what you brought me before. Proof that the theories are sound, that the process works. I want you to have it. Ich habe das hier mit dem geschaffen, was du mir zuvor gebracht hast. Beweis, dass die Theorien stimmen, dass der Prozess funktioniert. Ich möchte, dass du ihn behältst. Als er den Becher in deine Hand drückt, geht Wärme von seinem sorgfältig bearbeiteten Kupfer aus. Die Flüssigkeit darin blubbert leise vor sich hin. Blubbernder Kelch. Einmal pro Ruhephase. Genauigkeit gegen Reflexe plus Frostrüstungswert plus Brandschadenvergeltungsangriff bei erlittenem Treffer im Nahkampf. One moment, please. Einen Moment bitte. Er wendet sich wieder seinem Gerät zu, bearbeitet es mit seinem Werkzeug und spricht dann wieder mit dir. Weniger instabile Spule verloren und die am wenigsten instabile Spule. Verursacht Schockschaden bei einer des Trägers, wenn er das Bewusstsein verliert. Aktionsgeschwindigkeit pro Sekunde gegen Geistziele, also bei Tötung gegen Geistziele. Er hatte 10 Sekunden lang eine zufällige Inspiration, nachdem du einen ermächtigten Zauber oder eine ermächtigte Fähigkeit angewendet hast. Okay. Hier, jetzt solltest du eine stärkere Ladung halten können, solange du Gegner mit stärkeren Seelen angreifst. Er gibt dir den Gürtel zurück. Was there anything else I could do for you before you get back to advancing the art of animancy? Ganz ehrlich, ich kann dir nicht genug danken. Gibt es noch etwas, was ich für dich tun kann, bevor ich mich der Weiterentwicklung der Kunst der Beseelung widme? Vielleicht ein anderes Mal. Ja, also Seraphin ziehst wieder die Spule an. Ja, den Schädel der Gefallenen, den habe ich auch noch nicht ausgerüstet. Den kannst du mal haben, Konstantin. Und den Kelch kannst du auch mal haben. Und das hier packen wir mal weg. So, alle ausgerüstet. Tragenial ist am wenigsten instabile Spule bei den härtesten Herausforderungen der Arena. Unsere Arbeit ist fast getan. Niale möchte das vollständige Potenzial seiner Forschung testen, indem ich Seelenessenz während der schwierigsten Herausforderungen der Arena sammle. Wie zuvor muss ich auch hier den Gürtel während dieser Kämpfe tragen. Gut, jetzt schauen wir aber mal, was es mit den Artefakten auf sich hat, wenn ich diese ins Erinnerungsbecken schmeiße. Oder ich rede vorher erstmal kurz mit, wie hieß er nochmal? Mit Engari. Willkommen zurück. I hope I can be of ich hoffe, Friend. Ich kann dir helfen, Freund. Nein, er kann nichts sagen. Okay. Dann fangen wir mal mit dem Herz des Titanen an. Bring das erste Titan ins Becken der Erinnerung zurück. Konflikt des Feuertitans. Während die meisten Krieger schließlich dem Zyklus der Jahreszeiten zum Opfer fallen, ist der ingvitanische Titan ein Konstrukt zeitloser Tapferkeit. Jahrhunderte können weder den Zweck trüben noch die Ausdauer dieser massiven aus einem Animat bestehenden Statue verkommen lassen.
Dieser Kampf erinnert an einen von Unglück verfolgte Expedition in irgendwelche Ruinen. Und die kurze wieder Auseinandersetzung mit dem zeitlosen Wächter der antiken Stadt, der den Erkundern das Leben kostete. Ja, okay. Dann fordern wir den einfach mal heraus. Mal sehen, was hat das schlachtende Gesicht zu sagen. Die Engvitaner schmiedeten den Feuertitan so, dass er keine Schwächen, niemand Ebenbürtiges im Kampf geht. Sei bereit, dasselbe Schicksal zu erleben, das tausende Eindringlinge im uralten Reich Engvit ereilt hat. Das Glück ist mit den Schwachen. Möge der Gnadenloseste gewinnen. Oh. Now I ain't the only one be feeling small. Okay. Feuertitan. Nice and quiet. Flammenfäule, ein paar Ascheskelette. Okay. Something's not right. Moeth, Ixi, Alna. No use. Ow. Okay. Erstmal ein bisschen zurückziehen. Okay. Er hat den Schädel, dann benutzt ihn noch mal. Wohohohoho. Yes. Not sure I can. Stand together. Okay, das konnte ich gut durchschauen. Rachsüchtiges Aufleben. Ob ich den vieren kann, ist eine gute Frage. Ich versuch's einfach mal. Das wirkt schon mal nicht bei ihm. Stand
That's for my friends. Consider it raw and fucked. Sure thing. Okay, mit Hasenfuß-Taktik kriege ich ihn einigermaßen down. Alof, beschieße mal mit was Großem. Xoti, du wirf ihm mal einen. Oh ja, wir werfen ihm mal irgendwelche Kreaturen in den Weg. Hauptsache, er ist beschäftigt. Wait, wir haben es geschafft. Kriegen dafür einen Streitflegel. Ziemlich starken. Jede Menge Materialien. Nee. Despite its outward advantages, even the mighty fire type is unable to match your strength. Your prowess reflects the slayer. Trotz seiner offensichtlichen Vorteile muss sich sogar der mächtige Feuertitan deiner Stärke beugen. Deine Kampfkunst ist die eines Schlechters würdig. Stelgar blood courses through your veins. But enough to mark you the slayer's chosen. Summon your rivals. Stegablus fließt durch deine Venen, doch ist es genug, um dich zum Auserwählten des Schlechters zu machen? Rufe deine Rivalen herbei, kämpfe um meinen Titel. Okay, jetzt wissen wir, was das Ding im Loading Screen ist. Ein ingvetanischer Feuertitan. Oder war eigentlich nicht so schwierig wie gedacht. Oh, der hat. Er hat Konstantin umgeknüppelt. Tränke im Überfluss hat einen Nachtrag. Der Gürtel nimmt das Herz auf, aber ist noch lange nicht voll. Hm? Das heißt, wir rasten nochmal. Damit Konstantin wieder voll ist. Das können wir uns nämlich ziemlich gut leisten. Dann gucken wir mal, wir hatten, glaube ich, noch einen schlechter Gegenstand. Ja, die Pechmünze. Oder hast du was Neues für uns? Nicht du, du. Welcome. I hope I rare is the hunter. Unfortunately. Nein. Continue impress you now. Okay. Das heißt, wir gucken mal, was uns die Pechmünze noch gibt. Die Pechmünze. Taktische Oker. Mach dich auf den Aufprall gefasst, während du ein Geplänkel gegen eine Mannschaft von Ogerpiraten wiedererlebst. Der Oger ist doppelt so groß und um ein Vielfaches robuster als jeder Gestandene und die lebende Verkörperung des schlachtenden Gesichts. Selbst ein einzelner Oger kann unglaublich viel Schmerz erleiden, wie auch zufügen. Klingt böse. This is the truth of the jungle.
As strong as you are, there is always someone stronger. How one deals with this matters, the Slayer. Das ist die höchste Wahrheit des Dschungels. So stark du auch bist, es gibt immer jemanden, der stärker ist. Wie man mit dieser Tatsache umgeht, das ist es, was einen Schlechter auszeichnet. Ja, ja. Das kennen wir bereits. Verdammt nochmal, ich weiß nicht, was diese ganze Aufregung soll.